wenn uns die Neugier der Kinder erhalten bleiben würde. Oder besser gesagt, wenn wir es schaffen könnten, ein Bildungssystem zu entwickeln oder weiterzuentwickeln, das die Neugier fördert und nicht kaputt macht. Dass Kinder zusammenhält, anstatt sie auseinanderzureißen. Kinder mit größerer und weniger großer Begabung. Kinder mit vielen Sprachen und weniger Sprachen. Kinder mit Behinderungen oder ohne Behinderungen. Wenn wir das schaffen, dann versündigen wir uns nicht weiter an der Neugier unserer Kinder und an ihrem unbändigen Willen, diese Welt begreifen zu wollen und sich in ihr zurechtzufinden. Bei all dem muss es nicht um Schulformen gehen, sondern um die Inhalte, die wir vermitteln. Ein Irrtum, den wir oft machen, weil wir glauben, dass die gute Schulform auch gleich den guten Inhalt bedeutet. Nein, es geht um Bildungspolitik und nicht um die Frage, wie unsere Schulen aussehen. Das ist auch wichtig, aber nicht zuerst.